Ja, also wieder bei Golden Sun. Beim letzten Mal haben wir uns hier weiter durch die Minen von Altin geschlagen, um weiterhin die ganzen wasserspuckenden Bestien hier zu besiegen. Und was haben wir denn hier Schönes? Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand. Es könnten Felsen herabfallen. Okay, Schlag gegen die Wand. Ups. Man sieht ja gar nichts. Oh nein, ein Felsen! Ich habe früher mal gedacht, ich muss da selbst rauslaufen. Und wenn ich da nicht schnell genug bin, walzt mich der Stein platt. Aber, Spoiler, man muss nicht selbst laufen. Ich habe gerade nichts gedrückt. Er hat da so ein kleines Loch in den Boden gehauen. Wir haben irgendwie ein lautes Geräusch von da unten vernommen. Gucken wir doch mal kurz rein. Denn aus den Schienen sind mittlerweile, ja, so eine kleine Leiter geworden. Und irgendwie sieht das hier alles nicht so ganz so passend aus. Ist hier da oben schon was Nettes, was nicht ganz so nett sein wird. Let's go! So, die Hydros-Statue ist erschienen. Und ich glaube, die werde ich auch so ein bisschen mit Djinns bekämpfen. Außer meine Merkur-Djinns, denn ich möchte, wenn man sieht, wenn ich das einsetze, verliere ich meinen Wunsch. Das möchte ich nämlich nicht. Das Ding ist eh ein Wasserding, also brauche ich gar nicht erst Wasser zu benutzen. Ich kann aber versuchen, seine Synergie zu versiegeln. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen, kann ich jetzt schon sagen. Aber ja, schauen wir einfach mal. Da kommt schon das Eishorn, das sollte aber in dieser Runde... Ja, da war der Schaden noch okay. So, schön, dass wir Defensive steigern. Steigerst noch. Moment. Dann machen wir das mal anders. Du machst erstmal Quarz. Du machst Esse. C4. Und du heilst einfach. Das wird nämlich in vielen Kämpfen so ablaufen, dass mir einfach nur dauerhaften Wunsch einsetzt. Beziehungsweise andere Versionen davon. Einfach nur, um dauerhaft die KP oben zu halten. So, wir haben jetzt unsere Boosts alle drin. Das heißt Kiesel, Fieber und Böe. Und einen Wunsch hinterher. Dann können wir nämlich auch gleich die Stufe 3 Beschwörungen zeigen von den dreien. Oh ja. Oh ja, das macht guten Schaden. So, dann wollen wir mal. Wir haben einmal Ostara, Tiamat und Procne. Und du greifst einfach an. Sogar aktuell die schnellste. So. Jupiter, Stufe 3 Beschwörung. Ein großer Vogel, der mit Pfeilen schießt. Hat guten Schaden gemacht. Venus, Level 3 Beschwörung. Ostara. Ein Baumfrosch. Oder so. Ich weiß es nicht. Und Mars Level 3, Tiamat, ein Drache. Wie man es vom Namen auch irgendwo herleiten könnte. Hat guten Schaden gemacht. Aber das Ding steht immer noch. Und macht nochmal eine Tundra auf uns. Naja, Schaden ist wirklich noch. Hält sich in Gänzen. So, Ragnarök, Hitzewelle, Sturmblitz und Wunsch. Es ist so schön, eine schnelle Heilerin zu haben. Wobei eigentlich sind einfach nur die anderen lahm. Ui, das hat sogar schön ausgereicht. So, Livan Level 16. 2400 Münzen und ein Glücksmedaillon. Wir haben es geschafft, Isaac. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Woher weißt du das? Ich frage mich, warum sich Altins Wächterstatue in ein Monster verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Oh, was mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Mine? Sieht ja schon ein bisschen anders aus. Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Zum Aufpassen? Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey Isaac, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schwebestein. Mit dem werden wir neue Synergie lernen können. Telekinese. Ich
glaube, das war eine Windsynergie. Nee, Wasser. Okay. Dann ein weiteres Item für Mia. Moment, das Glücksmedaillon muss ich noch weitergeben. Okay, damit haben wir direkt eine neue Synergie gelernt. Und dann können wir auch gleich mal zeigen, was wir damit machen können. Ich überlege gerade, wo. Ich wüsste da, glaube ich, schon so ein paar Stellen für. Ich glaube auch direkt hier ganz am Anfang links. Oder da oben einfach. Da ist nämlich ein Stein. Da aber der weitere Weg wäre, gehen wir erstmal zurück in... Boah, welche Höhle war das jetzt? Guck mal, jetzt ist die Musik auch anders. Es war, dass ihr tief in der Mine auf alte Ruinen gestoßen seid? Ja. Wirklich, ich wusste schon immer, dass diese Mine ein Geheimnis haben. Früher fand ich viele verschiedene Artefakte. Ich frage mich, ob sie aus alles den Ruinen stammen. Was ist mit dem Typen? Ich habe ja jetzt ja quasi unten die Ruinen gefunden. Wirklich alte Ruinen am Grund der Mine? Was du nicht sagst. Alte Ruinen unten in der Mine? Müssen uns sofort die Schätze unter den Nagel reißen. Und vergesst ihr nicht einfach die Schätze und setzt eure Reise fort. Ich hätte nie gern, dass unter den Minen Ruinen liegen würden. Verstehe nicht mit Mami und Papi. Seit die Ruinen gefunden wurden, verhalten sie sich so merkwürdig. Ich frage mich, ob Mami und Papi von dem Monument in der Mine wussten. Manchmal frage ich mich, was genau die Leute hier reden, wenn sie so kryptisch über irgendwelche Sachen reden. Monument? Hä? So. Das war... ganz am Ende, da wo ich gegen die lebende Statue gekämpft habe. Da war auch noch so ein Felsen, der uns den Weg blockiert hat. Ich weiß auch nicht mehr, was da nochmal drin war. Aber ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ob ich da schon mal nicht richtig liege. Mal gucken, ob ich mit der Vermutung denn richtig lag, die ich so im Kopf habe. Ich meine, da war nämlich irgendwas zum Status-Boosten drin. Schauen wir nochmal. So, von diesen Steinen können wir jetzt mit Telekinese die Steine einfach hochheben. Ja, ein Keks. Mehr PP. Das gebe ich mir, damit sie noch mehr heilen kann. Gut, dann können wir hier wieder raus. Also ich muss sagen, die Hydros-Statue war eigentlich echt angenehm. Wir haben jetzt noch gar nicht so wirklich viel Probleme gehabt. Finde ich natürlich gut. Muss es nicht zwingend Probleme geben. Aber es läuft bisher. Saturos hat ein bisschen Schaden gemacht ansonsten. Was oft so ein bisschen knapp davor. Nach dem Motto, fast auf die Fresse bekommen. Aber noch nicht so ganz auf die Fresse bekommen. Irgendwas Neues. Die Leute haben Angst, doch tiefer reinzudringen. Naja. Na gut, dann gehen wir da jetzt wieder ganz runter und an dem einen Stein vorbei. Denn uns wurde ja gesagt, dass... Wurde uns das gesagt? Ich meine schon, dass man dahinter die Minen von Alti noch nach Westen weiterkommt. Hier durch und dann, bevor mich hier gleich nochmal ein paar Monster anfallen, nutze ich meine letzte heilige Feder. Können wir uns hier nochmal ein bisschen in Ruhe umschauen. Hier ist eine versteckte Höhle. Die führt mich zu einem Schatz. Der da ist ein Fläschchen. Kann man die noch als Schätze sehen? Zu viele davon. So, da oben habe ich schon gesehen, muss man Telekinese verwenden. Hier ist nichts. Okay. Also ohne Telekinese kommt man hier nicht weiter. Hydrostatue muss man so oder so besiegen. So. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Wahrscheinlich noch den Weg und dann raus, ne? So. Dann gehen wir jetzt aber nochmal kurz auf die Seite und sehen... dass der Typ da unter einem Stein festhackt. Festhackt? Festhängt. Das heißt, wir gehen wieder zurück hierhin. Zum Tempel des Lama.
Dies ist der Lama-Tempel. Seid willkommen, Reisende. Voraus liegt die Wüste von Lamakan, ein sehr heißer Landstrich. Ruht euch aus, bevor ihr weitergeht. Sie scheinen Angst zu haben. Auf diese Weise können sie die Wüste nicht überleben. Kann ich euch dienen? So, ist nur so einer. Aber wenn ich von der Seite anspreche, nicht. Wie habe ich das... habe ich bei diesen Leuten das gleiche Gefühl wie bei Meisterin Hammer? So, als würde jemand in meine Gedanken lesen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wisst ihr, was Meditation ist? Ja. Sie erlaubt euch allein durch das Schließen eurer Augen inneren Frieden zu finden und euren Geist von der Welt um euch herum abzuschotten. Das ist schön. Ich bin hungrig. Ich fühle unreine Gedanken in dem Mann an meiner Seite. Sein Training ist zu schwach. Okay. Junger Krieger, kommt ihr aus dem Osten? Ja. Habt ihr auf dem Weg in der Inchian-Station gemacht? Ja. Meister Phoenixian steht Meisterin Hamain sehr nahe. Schüler aus Fees Schule setzen hier oft ihr Training fort. Sagt, dass man jede Prüfung bestehen kann, wenn man Kung Fu beherrscht. Ob das so stimmt. Sind sogar alle halbwegs geheilt. Was haben wir hier noch? Der mit der Kraft zu sehen, was nicht gesehen werden kann, soll die Wahrheit schauen. So steht es an der Wand geschrieben. Okay. Immer diese kryptischen Texte. Ist hier was? Mann, nirgendwo was versteckt. Wusstet ihr, dass Meisterin Hama die größte Meisterin des Chi ist? Ja. Ihr wisst das? Dann habt ihr sicher schon Meister Phoenixian getroffen. Doch Hamas Kraft reicht noch weiter. Chi ist nur ein Bruchteil von Meisterin Hamas Kraft. Sie ist eine wahre Gelehrte. Okay. Meisterin Hama meditiert. Bitte verhaltet euch außerordentlich leise. Okay. Hi. So, Isaac, du und deine Adeptengefährten seid endlich gekommen. Habt ihr die meinen Namen genannt? Endlich gekommen? Hat sie uns denn erwartet? Nein. Wo wusste sie denn, dass wir kommen, Isaac? Ich hatte eure Ankunft vorausgesehen. Du wusstest also, dass wir kommen würden? Ich warte schon seit langem auf euch. Ich suche nach den Elementarsternen. Du weißt von den Elementarsternen? Wer bist du? Ich bin ein Jupiter-Adept, genau wie du, Ivan. Ich bin kein Jupiter-Adept, wovon sprichst du? Doch, bist du. Du bist es, Ivan, obwohl du es noch nicht weißt. Warum sagst du das? Hast du nicht die Kraft, Gedanken zu lesen? Ja, schon. Diese Fähigkeit ist einzigartig für Jupiter-Adepten. Du hast unser Kommen vorausgesagt. Ist das ebenso Synergie? Oho, ausgezeichnete Frage, Fräulein Mia. Ja, die Fähigkeit, Ereignisse vorherzusehen, ist den Jupiter-Adepten vorbehalten. Dann kann Ivan diese Fähigkeit erlernen? Das hat er bereits. Das glaube ich nicht. Und doch ist es so. Du bist dir dessen nur noch nicht bewusst. Die Macht des Jupiter muss groß sein, wenn sie dich in die Zukunft sehen lässt. Oh, aber Ivan kann sogar eine noch größere Kraft erlangen. Welche größere Kraft? Enthüllung. Damit kannst du Leute ausziehen. Oder so. Enthüllung? Ja, ich habe lange darauf gewartet, dir die Kraft des wahren Gesichts weiterzugeben. Das klingt so seltsam. Du hast hier im Lama-Tempel gewartet, nur um Ivan Enthüllung beizubringen? Du wirst Enthüllung brauchen, um deine Ziele zu erreichen. Mit der Zeit können Jupiter-Adepten Enthüllung von sich aus lernen. Aber diese Kraft alleine wird euch nicht helfen, Saturus und seine Kumpane zu finden, dass sie ständig weiterziehen. Saturus und seine Kumpanen waren es, die die Seidenstraße blockiert haben. Felix und die anderen wie? Diese Feiglinge. Felix trägt ein schreckliches Schicksal, eine Last, die ich niemandem wünschen würde. Ein schreckliches Schicksal? Was meinst du? Es tut mir leid, aber ich kann darüber nicht mehr sagen. Jetzt müssen wir uns an die Kraft der Enthülle konzentrieren. Ihr werdet die Enthüllung brauchen, um die böse Wüste von Lamakan zu durchqueren. Eine böse Wüste? Ist denn so etwas möglich? Ja, wenn sie das sagt. Glaubst du das, Isaac? Nun, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Warum brauchen wir Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren? Die extreme Hitze war schon hart genug bei der Durchquerung. Das Böse hat von der Wüste Besitz ergriffen. Ihre Hitze ist unerträglich geworden. Die Wüste zu diesem Zeitpunkt zu betreten, heißt nichts anderes, als um den Tod zu bitten. Wie
konnte dann Saturos einen so tödlichen Ort durchqueren? Saturos und Menadi sind Mars-Adepten. Es ist nur eine Vermutung, aber ihre Kräfte könnten ihnen helfen, die Hitze zu unterdrücken. Ich verstehe immer noch nicht. Wie soll uns an Enthüllung helfen? Mit der Enthüllung findet ihr Oasen. Werdet ihr Oasen finden, in denen ihr euch abkühlen könnt. Warum brauchen wir dazu Enthüllung? Können wir die Oasen denn nicht sehen? Wisst ihr, was eine Fata Morgana ist? Jo. Die Wüste ist voller Fata Morganen. Was ist der offizielle Plural davon? Fata Morganen? Fata Morganas? Fata Morgani? Die euch davon abhalten, klar zu sehen. Ohne Enthüllung könntet ihr die Oasen nicht finden. Klingt so, als sollte Ivan Enthüllung lernen. Was denkst du? Ja, das klingt gut. Ja, ich habe keine Lust, in einer bösen Wüste zu sterben. Ivan, du solltest dir von Vermeisterin Hammer beibringen lassen, wie man Enthüllung anwendet. Bloß kein Druck ausüben auf den armen Jungen. Was ist los, Meisterin Hammer? Du kannst mir doch Enthüllung beibringen, oder? Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Ich habe mich darauf vorbereitet, darauf vorzubereiten, habe ich versucht, einem jungen Mädchen eine Kraft zu verleihen. Allerdings war es nicht Enthüllung. Meine Schülerin war kein Adept. Aber ich dachte, jeder könnte eine Fähigkeit, die er bereits besitzt, vervollkommen. Ich stelle keine Veränderung an dem Mädchen fest. Nein, es gab eine Veränderung. Feizi, warum bist du hier? Ich habe es gefühlt. Gefühlt? Was hast du gefühlt? Xu ist in Gefahr. Xu hat diesen Ort vor langer Zeit verlassen. Ich weiß, aber Xu ist nicht nach Xiang zurückgekehrt. Die Felsen in den Bergen. Ich habe es gefühlt. Ich kam durch den Minenraum. Ich kam, um Hilfe zu bitten. Ich habe nichts gefühlt, da ich mich auf Isaaks Ankunft zu konzentriert habe. Aber warum ist die Kraft erst nach all der Zeit zu dir gekommen? Edelsteine fielen aus dem Himmel. Einer traf mich am Kopf. Edelsteine? Synergiesteine. Dann funktioniert es also doch. Was ist mit Xu? Lass uns Xu zu Hilfe eilen. Meister Nama, was ist mit uns? Was ist mit Enthüllung? Das habe ich ja ganz vergessen. Offensichtlich konnte ich meine Kraft an Feizi weitergeben. Also wird es bei dir auch funktionieren. Und Ivan hat Enthüllung gelernt. Das sollte reichen. Benutze Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren. Aber deine Enthüllung ist noch nicht allzu stark. Die Oasen erscheinen vielleicht nicht. Der Rest hängt von Ivans Fähigkeiten ab. Ivan, ich bin froh zu sehen, was für ein starker Mann du geworden bist. Guter Witz. Ivan, du und Meisterin Hammer, kennt ihr euch? Nein, aber sie wirkt nicht wie eine Fremde auf mich. Felix und die anderen müssen wir schon weit voraus sein. Oh, dann sollten wir besser los. Wir können nicht einfach so gehen. Hä? Hammer braucht vielleicht unsere Hilfe. Sie hat nur Feizi an ihrer Seite. Sollen wir ihr nicht auch helfen? Ah ja, können wir auch machen. Ich mache mir mehr Sorgen um Felix und die anderen. Aber ich habe nichts dagegen, Xu zu retten. Wir gehen mit dir, Isaac. Wie auch immer du dich entscheidest. Okay. Ich frage mich, wovon Meisterin Hammer gesprochen hat. Tja. Oh, tut mir leid, lass uns gehen. So, und damit haben wir hier eine neue Synergie, nämlich Enthüllung. Die ich mir direkt mal auf den Shortcut erstmal packe. Und ich würde sagen, das können wir hier oben eigentlich am besten zeigen. Bop. Damit sehen wir nämlich Sachen, die nicht sind. Kann man das so sagen? Und damit gehen wir doch jetzt erstmal Xu retten. Denn wir sehen schon da, die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Enthüllung! Oh mein Gott, hier ist eine versteckte Höhle. So. Xu, bist du in Ordnung? Meisterin Hammer, mir geht es gut, aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Xu scheint unverletzt zu sein. Du bist sicher glücklich, Feizi. Er hat fette Felsen auf seinem Bein, so unverletzt würde ich das nicht nennen. Ja, danke, Meisterin. Aber wie können wir ihn befreien? Ich weiß es nicht. Ich würde einfach sagen,
Nun, ich sag, Adepten, ihr seid gekommen, um zu helfen. Wie ihr sehen könnt, steckt Su in Schwierigkeit. Was sollen wir tun? Sei stark, Su, wir werden dir helfen. Steckt euch in meinen Felsen. Wenigstens wurde ich nicht zerquetscht. Moment. Kommt man nicht. Ah. Man kann das Menü auch mit Select öffnen. Ich habe gerade meinen Select-Knopf gesucht. Ich möchte schreien. Auf falls ihr mag es nicht, wenn ich das tue. Wer mag es schon, wenn man schreit? Ach so, wird müde. Sieht erschöpft aus. Ich mache mir Sorgen. Was sagst du so? Wie soll ich diese Felsen bewegen? Ich würde sagen, leave this to me. Ich kann Telekinese. Guckt mal. Isaac, hast du den Felsen bewegt? Ja. Der Felsen, er schwebt. Schnell, Felsen, wir müssen Xu rausziehen. Mach dich bereit, Xu. Wir werden dich gleich ziehen. 1, 2, 3. Wir haben es noch gleich. Noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Ja, klar, kein Problem. Macht mal. Ich hab Zeit. Wir haben es geschafft, Meisterin Hammer. Xu ist frei. Wir haben es geschafft, Feizi. Danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Sus Verletzung kümmern kann. Ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seitenstraße blockiert bleibt, werden wir alle leiden müssen. Adepten, lasst mich nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Ach, kein Problem. Nein, Meisterin Hammer, wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest... Was ist, Ivan? Ja? Ich weiß, der vorgeschlagen hat zu helfen, nicht wahr? Nein, du wolltest gehen. Nein, Garrett, du wolltest, dass wir weiterziehen. Isaac, mir, lass mich doch nicht wie ein Deppen dastehen. Doch! Keine Sorge, Garrett, ich nehme es dir nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh ja. Danke, wir sehen uns mal wieder. Wolltest du Meisterin Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meister Hammer wiedersehen werden. Isaac, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen, was sie meinte? Ah, nee, lass mal, wenn er nicht möchte. Wie, du willst einfach dabei belassen? Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen schauen. Das macht mich nur noch neugieriger. Macht euch keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass sie mir es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. Okay. Dann... Ja, ich sollte eine Oase finden. Dann heilen wir uns eben nochmal. Und würde sagen, wir werden uns im nächsten Part dann auf in Richtung Wüste machen. Die, Moment, hier unten ist. Aber damit hier keine Monster kommen, bleibe ich hier im Tempel des Lama. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.